Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Gasmasken, schnell! Artyom, nimm meinen Ersatzfilter. Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu viel. Passt also gut auf. Besonders du, Artyom. Sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ullmann Wladimir bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl, Herr Offizier. Junger Kämpfer, schneller, wir sind nicht am Strand. Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas, und zwar eine sowjetische Seele. Aber was weißt du schon davon? Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, das ist ein Notstandssystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst.
Scheiße, wir haben kein Licht mehr. Vier Startermotoren sein! Such sie! Um damit anfangen zu können, musst du erst alle Abdeckungen öffnen! Drück die Knöpfe auf mein Zeichen! Zweiter Knopf! Vierter Knopf! Zweiter erledigt! Erster Knopf! Vierter Knopf! Verdammt! Erster erledigt! Zweiter Knopf! Verdammt! Vierter erledigt! Erster Knopf! Ein bisschen nach links! Vierter Knopf! Fast da! Okay, Soldaten, zum Bahnsteig. Wir versuchen das Ding zu... Wow, so schnell! Du hättest ein Athlet werden können. Los, starten! Keine Chance! Nochmal versuchen! Hoffnungslos! Scheiße! Genau wie in den Hollywood-Filmen über die Sowjetunion.
Oberst, was ist los? Wir sind fast runtergefallen. Alles gut. Artyom, wir rücken ab. Genug mit der Ausrüstung gespielt. Los! Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Weg gehen. Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an. Ullmann nach links, Professor nach rechts. Artyom, gib mir Deckung. Wenn die Pläne stimmen, müssen wir dahin. Aber wie können wir das Tor öffnen? Ideen? Artyom. Was, wenn... Ach, Ullmann, los geht's! Wladimir, das ist dein Gebiet. Was brauchst du?
Anleitung A124, Seite 3. Platina DS-22. Ah, genau. Da. Oberst, was ist das auf dem Monitor? Wunderbar. Endlich zahlt sich die Ausbildung aus. Oberst, diese Bildschirme. Tolles Gedächtnis, Wladimir. Ich habe immer gesagt, dass die Armee etwas wert ist. Es funktioniert. Super. Hurra! Erstens, gestorben. Zweitens, zerstört. Drittens, zerstört. Das kann nicht sein. Hier ist einer. Jetzt kriege ich alle Informationen. Ausgezeichnet. Was zum Teufel ist passiert? Reservebatterie leer. Was ist mit dem Hauptstrom? Anscheinend ist der Reaktor deaktiviert. Von hier aus können wir nicht starten. Wir müssen ihn auf unterster Ebene von Hand starten. Dem Plan nach ist das nicht schwierig. Geht fast alles automatisch. Hör auf zu lachen! Wie kommen wir runter? Nun, eine Etage tiefer ist ein Aufzug. Aber um ihn betreiben zu können, müssen wir alles andere ausschalten. Sogar das Notlicht. Dann haben wir keine andere Wahl. Danke, Wladimir. Bleib hier und pass auf. Wir beeilen uns. Artyom, Ullmann, mitkommen! Ich wusste, es ist nicht einfach. Hier kommen die Söhne der Apokalypse. Ullmann, Planänderung. Sie verteidigen mit Wladimir die Stellung. Wenn etwas passiert, schicke ich Artyom. Viel Glück. Verdammt! Der Aufzug ist da hinten, aber die Tür ist zu. Okay, wir müssen außen herum. Vorsichtig! Wir decken uns gegenseitig. Let's go.
Okay, das ist der Aufzug. Ich hoffe, er funktioniert noch. Menschen der Metro! Wir haben eure Ankunft erwartet. Wir sind jene, die ihr die unsichtbaren Beobachter nennt. Eure Zeit ist gekommen und nun spürt unseren Zorn. Ullmann, lass den Mist. Oberst, ich habe die Lautsprecher aktiviert. Das Signal vom Aufzug liegt nun auf meiner Konsole. Ich schalte jetzt ein. Los geht's. Unsichtbare Beobachter? Wie kann man nach all diesem Mist hier noch daran glauben? Viel Glück, Leute. Wir sind bei euch.